Ich hatte vor kurzem, vor einigen Wochen, Monaten, wir können ja mal schauen, ein Video zum Thema Free Cash gemacht. Hier auf meinem Hauptkanal. Ein Monat ist es her, beziehungsweise hier das erste, dann wahrscheinlich noch mal eine Woche länger. Und dort habe ich hier verschiedenste Möglichkeiten zum Geldverdienen ausprobiert. Das meiste lief eher so mittelmäßig, einiges lief etwas besser. Schaut dafür gerne hier bei den beiden Videos vorbei, denn darum soll es jetzt gar nicht mal so stark gehen, sondern vor allem um eine bestimmte Sache, die ich da gemacht habe und für die ich eigentlich $50 hätte bekommen sollen. Und zwar geht es hier um eines dieser Offers, und zwar das OKX-Offer. Das ist nun anscheinend nicht mehr verfügbar. Perfekt. Doch, da haben wir es. OKX bei Bitcoin. Und da gab es bis vor kurzem $50, wenn man sich hier über dieses Offer registriert hat, bei OKX, sich dorthin einen Account erstellt hat, $50 in Krypto eingezahlt hat und einen Trade gemacht hat. All das habe ich erfüllt, hätte also meine $50 bekommen sollen. Und an der Stelle möchte ich euch jetzt gerne mal die Story erzählen, was seitdem passiert ist und warum ich hier wirklich sehr, sehr enttäuscht bin. Aber fangen wir erst mit dem Guten an. Grundlegend hatte ich bisher nie wirkliche Probleme mit Free Cash. Ich habe schon öfter Geld ausgezahlt, auch mit den sonstigen Offers, die ich hier getestet habe, auch mit Loot.tv, auch mit meinen Ref-Einnahmen. Das hat alles immer wunderbar funktioniert, habe ich erhalten, habe ich auch in den angegebenen Zeiträumen erhalten und konnte ich auch auszahlen. Ich habe es meistens per PayPal gemacht. In diesem Fall hatte ich nun eigentlich auch sehr große Hoffnung, dass das andere OKX-Offer mit den $50 ebenfalls funktioniert, weil mir einerseits von mittlerweile, glaube ich, drei Leuten aus der Community zugetragen wurde, dass das klappen soll. Andererseits ich aber auch bei vielen Leuten, denn wir können ja mal den Chat ausklappen, geht man dann einfach hier auf irgendeine Person und sieht dann hier all die Einnahmen, die derjenige in letzter Zeit gemacht hat. Und auch dort hatte ich schon sehr oft hier 50.000 Punkte für OKX-Offer gesehen. All das hat dazu geführt, dass ich hier sehr zuversichtlich war, dass es auch wirklich funktioniert. Stand jetzt habe ich aber nichts bekommen. Und um jetzt zu verstehen, warum das vor allem ein Problem ist, beziehungsweise was da noch dazu kommt, jetzt mal die Erklärung, wie das überhaupt funktionieren sollte. Also man macht dieses Offer und dann sollte das gar nicht automatisch ausgezahlt werden, sondern man wartet, glaube ich, 48 Stunden und muss dann ein Ticket erstellen. Dafür geht man einfach auf sein Profil und da sieht man dann seine erledigten Offers, beziehungsweise die, die gerade im Gange sind. Und da kann man denn zu ein Ticket erstellen. Auch das habe ich gemacht, nach sogar etwas mehr als 48 Stunden. Dort musste ich dann einen Screenshot hinterlegen von, glaube ich, meinem OKX-Account und irgendwie einen Beweis, dass ich diesen Trade gemacht habe. Das habe ich auch alles getan. Und dann wurde mir auch direkt angezeigt, dass es 10 bis 24 Tage dauern kann, bis das Offer dann abgeschlossen wird, beziehungsweise das Ticket geschlossen wird und ich auch wirklich mein Geld erhalte. Und 10 bis 25 Tage, das ist nicht wenig. Aber wenn man das schon von Anfang an ankündigt und sich dann wenigstens auch dran hält, ist es für mich persönlich okay, denn es wurde ja nicht irgendwie geheim gehalten, dass es so lange dauert. Im Endeffekt waren dann aber 27 Tage vergangen und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier aus Datenschutzgründen zeigen darf, weil das halt nicht öffentlich gepostet wurde, aber ich habe dann den Support angeschrieben und der Support, der meinte, ja, ich soll halt warten. Und dann meinte ich so, wie lange soll ich denn warten? Und er so, das kann ich dir nicht sagen. Da musst du auf eine Antwort vom Support warten. Da war ich schon ein bisschen verwirrt, weil ich halt dachte, ich schreibe gerade mit dem Support. Aber gut, in jedem Fall habe ich dir noch ein bisschen weiter mit dem geschrieben, so von wegen, kannst du mir wenigstens garantieren, dass ich das Geld bekomme? Er meinte, kann ich nicht sagen, musst du warten, musst du dem Support schreiben. Und ganz am Ende habe ich dann nochmal gesagt, hey, weil ich einfach ein bisschen Druck machen wollte, ich bin Creator, ich muss dir doch irgendwas meinen Followern erzählen, die fragen auch nach, wie das mit dem Offer aussieht. Und meinte dann halt, dass ich gerne eine Antwort hätte und dass ich auch dachte, dass er der Support wäre und ich somit gerne wissen würde, wann ich ungefähr mit einer Beantwortung dieses Tickets bzw. mit einer Auszahlung des Geldes rechnen kann, beziehungsweise ob er mir wenigstens garantieren kann, dass es irgendwann passiert. Daraufhin habe ich dann gar keine Antwort mehr bekommen. Mittlerweile, wir können ja mal schauen, wann ich das Ticket eröffnet habe. Das sollte hier bei Office in Progress sein. Genau, da haben wir es. Ja gut, über einen Monat ist es her hier. 10 bis 25 Tage, da wird es auch nochmal angezeigt. Und bisher ist nichts passiert. Also Stand jetzt kann ich sagen,
Entweder kriegt man dieses Geld gar nicht. Mittlerweile scheint das Offer ja auch nicht mehr verfügbar zu sein. Hier, ich habe alle Filter aktiviert und gebe OKX ein und es gibt hier nur irgendwas, was nur für Mobile ist und auch nur 1,17 Dollar und nicht 50 Dollar bringt. Also entweder das Geld kommt gar nicht mehr oder es dauert mindestens maßgeblich länger als 10 bis 25 Tage. Plus natürlich nochmal die 48 Stunden, bevor man das Ticket überhaupt aufmachen kann. Und sowas möchte ich hier natürlich genauso gerne teilen für alle anderen Leute, die vielleicht auf dieses Problem stoßen, damit die wenigstens wissen, hey, es geht auch anderen Menschen so, man hat nicht einfach nur Pech und ist der Einzige, dem das passiert. Und dementsprechend würde ich sagen, reicht das auch zu dem Thema und ihr könnt mir gerne mal in Chat in die Kommentare schreiben, falls ihr auch schon mal irgendwelche Probleme mit Free Cash hattet, beziehungsweise wie dort allgemein eure Erfahrungen so sind bzw. waren. Das war's dann nun aber auch schon wieder für heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass liebend gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Twitch, um beim nächsten Stream direkt live mit dabei zu sein. Und falls du Bock auf noch mehr Videos haben solltest, dann check unbedingt mal meinen Hauptkanal aus. Dort lade ich nämlich jede Woche Videos zu Themen wie passivem Einkommen, Online-Geld verdienen oder auch Kryptowährungen hoch. Links zu beiden Kanälen findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.